Seit Mitte Mai hat Limbach-Oberfrohna ein ganz besonderes Museum. Die Stadt in der Nähe von Chemnitz eröffnete in einer ehemaligen Strumpffabrik das neue Esche-Museum. Die umfangreiche Dauerausstellung ist vor allem Johann Esche gewidmet. Das Museum versucht aber gleichzeitig, den Bogen bis hin zu Heinrich Mauersberger zu spannen. Seine innovative Nähwerktechnologie Malimo sollte die textile Welt revolutionieren. Limbach-Oberfrohna gilt als Wiege der sächsischen Wirkerei. Am Ausgang des 17. Jahrhunderts hat Johann Esche, der hier Kutscher bei dem Rittergutsbesitzer von Schönberg war, den ersten Strumpfwirkstuhl in Sachsen nachgebaut. In dieser Tradition steht das Esche-Museum. Es schafft vor allem, den Bogen zu spannen, vom Handwerk bis zur Textilindustrie mit Weltgeltung Made in Limbach-Oberfrohna. Johann Esche und seine Nachfahren haben über Generationen hinweg die Industrialisierung Westsachsens geprägt. Den Besucher erwartet aber nicht nur eine einmalige Sammlung von Wirkstühlen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, es gibt auch Geschichte zum Anfassen. Es erwartet ihn hier vor allem eine ganze Reihe von Maschinen, die in dieser Fülle und Komplexität wohl einmalig in Deutschland sind. Da sind Maschinen, die auch wieder so hergerichtet worden sind, dass sie von Fachleuten vorgeführt werden können. Zugleich ist das Gebäude der ehemaligen Strumpffabrik im Stadtzentrum von Limbach-Oberfrohna eine der wenigen erhaltenen Fabriken aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Geöffnet hat das Esche-Museum Dienstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Zudem gibt es Führungen auch nach Vereinbarung.